Ich eröffne die Sitzung und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben noch einige offene Punkte, 4, 11 bis 38, 42, 43, 45, 53 bis 58 und 61. Es ist noch eingegangen verteilt dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Meine Damen und Herren, ich bitte, wir verstehen uns ja selbst nicht hier oben. Betreffend Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz setzt positiven Kurs für mehr bezahlbaren Wohnraum fort. Dringlichkeit, Ministerpräsident, guten Morgen. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Punkt 62 und wir können mit Top 4 aufrufen. Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis 18 Uhr, wenn Sie es wünschen, bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden. Nach Top 57 wird der Tagesordnungspunkt 15, ein Entschließungsantrag zum Thema ohne Aussprache aufgerufen, sofort abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt ab 12.30 Uhr der Ministerpräsident, die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig, ab 15 Uhr der Staatsminister Al-Wazir, ab 17 Uhr die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Entschuldigt sind wegen Erkrankung die Frau Abg. Angela Dorn und die Frau Abg. Angelika Löbe. Gibt es weitere Entschuldigungen? Nicht? Will sich keiner mehr entschuldigen? Gut, dann halten wir das so fest. In der Mittagspause der Plenarsitzung kommt der Umweltausschuss zu einer Sitzung im Sitzungsraum 204M zusammen. Und heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung tagt der Untersuchungsausschuss 19.2 in Sitzungsraum 301P. Das waren die amtlichen Mitteilungen. Und wir haben natürlich heute auch einen Geburtstag. Unser Kollege Klaus-Peter Mölle kann heute seinen Geburtstag feiern. Lieber Klaus-Peter, alles Gute, Glück auf. Auf geht's. Hier kommt ein kleines Präsent für dich, einem jungen Mädchen überreicht. So, meine Damen und Herren, das waren die amtlichen Mitteilungen.